Heute kommen wir zum letzten Teil aus dem Büchlein Müssen Christen leiden? Kapitel 4, Leiden aufgrund von Gottes Berufung, zweiter Teil und damit das Ende des Büchleins. Menschen, die niemals ein solches Vorrecht erlebt haben, tun mir leid. Einige von euch fahren teure Autos und leben auf großem Fuß und ihr denkt, dass ihr aus Glauben lebt. Ihr lebt genauso wenig aus Glauben, wie ich ein Astronaut bin. Ihr sprecht über das Leben des Glaubens, während ihr Milchshakes trinkt und T-Bone-Steaks esst. Nun versteht mich bitte nicht falsch. Nach einer Weile kann man durchaus dorthin kommen. Aber wir hatten eine wunderbare Zeit. Ich glaube, dass jene Zeit eine der schönsten in unserem Leben war und es war eine Zeit geistlichen Wachstums. Wir lebten von Woche zu Woche und wussten meistens nicht, woher unsere nächste Mahlzeit kommen würde. Aber wir hatten keinen Mangel, denn unser Vertrauen und unser Glaube ruhten im Herrn. Lerne den Weg des Geistes. Als ich im Reisedienst anfing, bekämpfte ich in den ersten 7 Monaten mehr Dämonen als in den vorausgegangenen 15 Jahren meines Dienstes zusammengenommen. Wenn der Teufel mich vom Reisedienst hätte fernhalten können, dann hätte er mich von meiner jetzigen Arbeit fernhalten können. Ich hätte wahrscheinlich aufgegeben, aber ich lernte durch die Dinge, die ich erlitt. Diese Seiten hören wir nicht so gerne, aber wenn der Herr dir etwas gesagt hat, bleib dabei. Geh durch diese Anfechtungen und Prüfungen hindurch und lass dich vervollkommen. Wir erleiden in diesem Land vielleicht keine körperliche Verfolgung, so wie das bei Paulus der Fall war, aber einige unserer Brüder in anderen Ländern erleiden die gleichen Dinge wie er. Manche von euch sind in den Missionsdienst berufen. Ihr werdet ebenfalls einige dieser Dinge erleiden. Du wirst dort vielleicht nicht all die modernen Bequemlichkeiten haben. Vielleicht wirst du in einem Gebiet arbeiten, in dem es keine Elektrizität oder kein fließendes Wasser gibt. Das ist nicht leicht. Aber wenn Gott dich dahin berufen hat, wird Freude dabei sein. Der Herr wird dich segnen. Als ich in den Reisedienst ging, sagte ich zu Ken, das ist sein Sohn, ich muss aus folgendem Grund gehen. Deine Mutter und ich haben uns dem Herrn geweiht. Und Gott sagte, dass ich gehen soll, er wird es uns vergelten. In Markus 10, 29 bis 30 steht, Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Ecke verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Und wie Gott es uns vergolten hat. Jahre danach predigte ich in einer Gemeinde des vollen Evangeliums in Cushing, Oklahoma. Plötzlich mitten in der Nacht wachte ich auf und saß wie vom Blitz getroffen aufrecht im Bett. Ich wusste sofort, dass Kens Leben in Gefahr war. Zu jener Zeit war er beim Militär und diente in Taiwan. In dieser Nacht war er Motorrad gefahren und mit dem Vorderrad in den Abgrund eines Berghangs gerutscht. Es waren etwa 1000 Meter bis zum Tal. Wenn er abgestürzt wäre, wäre er gestorben. Als ich aufrecht im Bett saß, sprach der Herr zu mir, »Du hast mir gehorcht. Wenn du es nicht getan hättest, wäre er nicht lebend aus Taiwan zurückgekommen. Aber du hast mir gehorcht, er wird zurückkommen, du kannst dich hinlegen und schlafen. Gott hat es mir vergolten und trotzdem habe ich in den Jahren, in denen ich im Reisedienst war, gelitten. Oftmals, wenn ich von zu Hause wegfuhr, weinte ich, sobald mein Auto um die nächste Ecke gebogen war. Ich weinte den ganzen Weg bis zur nächsten Versammlung. Ich wäre viel lieber zu Hause geblieben. Liebe Freunde, es ist ein Preis zu zahlen. Aber alle Ehre sei Gott, wir werden nicht unser Leiden verherrlichen. Ich will bereit sein, wenn der Tag der Vergütung kommt. Damals war es nicht einfach. Einige Leute wollten dort anfangen, wo ich heute bin. In gewissem Sinne kannst du das, aber dann wiederum kannst du es nicht.
Aber wenn du eine kleine Weile gelitten hast und treu gewesen bist, wird es sich auszahlen. Einige dieser Dinge habe ich bisher nie gepredigt. Ich habe immer gesagt, ich bin ein Mann des Glaubens. Mein Glaube trägt mich durch. Aber der Herr hat mich darauf hingewiesen, auch diesen Teil zu verkündigen. Wir müssen auch die andere Seite erzählen. Man braucht Glaube, um durch diese Anfechtungen hindurchzugehen. Oft fühle ich mich nachts im Hotelzimmer, wenn der Gottesdienst vorbei ist, sehr einsam. Man ist so viel allein. Manchmal habe ich daran gedacht, aufzustehen und die Fensterscheiben einzutreten, nur um etwas Abwechslung zu haben. Wenn du denkst, dass das kein Leiden ist, dann erlebe es einmal und du wirst es schnell herausfinden. Ja, es gibt Leiden, aber es besteht nicht aus Krankheit und Gebrechen. Gott sei Dank, dass wir keine Krankheiten erleiden müssen, denn Jesus hat sie für uns getragen. Sag Folgendes: Ich werde Gott dienen. Ich werde seinen Willen tun. Ich werde seinen Willen tun, ganz gleich, was es mich kostet. Es kostet etwas, sich für den Dienst auszusondern, zu dem Gott dich berufen hat. Das Fundament für meinen heutigen Dienst wurde gelegt, weil ich nicht aufgegeben habe. Ich blieb an Orten, auch wenn ich nicht bleiben wollte. An diesen Orten habe ich so viel gelernt. Damals wurde ein festes Fundament in mir gegründet. Gib in schweren Zeiten nicht auf. Wenn du nicht aufgibst, wirst du auf den Berggipfeln leben. Amen. Voilà, der 14. Teil vollbracht. Danke für dein Interesse und ich hoffe, dass es dir und mir dient. Halleluja, Amen.